Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode zu Transport FIFA 2. In der Episode möchte ich die Mariazellerbahn hier ausbauen, denn ich möchte den Anschluss hier nach Nazy machen. Dazu werden wir hier einen Abzweig machen und hier den Berg. Der Berg kann dir da so ein bisschen folgen, von da rein, und möchte dann hier irgendwo den Bahnhof bauen. Okay, ich würde sagen, wir fangen hier bei der Strecke an. Dass wir dann hier durchfahren, wird dann eh, glaube ich, gleich ein Tunnel werden. Und da will ich erstmal eingleisig fahren. Oberleitung, ja. Schauen wir mal, wie das aussehen würde. Weil ich glaube, ich möchte eher hier rauskommen. Und ist die Kurve auch nicht so krass? Ja, machen wir mal hier so. Und dann werden wir hier so ein bisschen unfolgend. Er will ja hier echt eine Brücke hinbauen. Okay, dann gehen wir eben mal. Sind wir dann arg hoch? Also ein bisschen steil. Also wir gehen dann hier gerade noch. Wenn wir hier den Punkt ein bisschen weiter hinten machen. Wir werden hier entlang fahren. Ich würde aber schon gern nach unten. Glaubt, das ist okay. Dann machen wir hier nochmal eine schöne Brücke. Weil ich sehe gerade in der Höhe, wo wir sind, werden wir vermutlich hier nochmal eine Schleife brauchen. Jetzt hier nochmal ein Stück gerade sind. Da willst du jetzt echt eine Brücke bauen. Nee, das tun wir auffüllen. Und würde ich da jetzt weiterziehen? Was macht er dann? Bis hier rüber. Warum eigentlich nicht? Ja, machen wir das mal. Da will ich jetzt aber was anderes haben. Ja, so. Ach, 1,3. Danke, Spiel. Und sind wir wirklich noch so viel zu hoch? Dann gerade zwei Viadukte auf einmal da. Sind wir immer noch so hoch? Wir müssen hier viel schneller nach unten kommen. Ja gut, wir können eigentlich bei der Mariazellerbahn mit einer krassen Steigung bzw. Gefälle fahren. Für das war sie ja eigentlich eh ausgelegt. Gut, dann machen wir den Abschnitt da hinten nochmal neu. Dass wir hier steiler nach unten gehen, weil das ist mal noch ein bisschen zu hoch. Komm. Das will ich. Frag mich, ob das ab hier reicht. Ich probiere es einfach mal. Mal wieder mit Autosave. Dann werden wir das gerade mal locken auf das. Ich würde so wahnsinnig gerne meine Zahnradbahnstrecke hier bauen. Aber dafür gibt es keinen Mod.
Ich glaube, wir brauchen da eine Schleife mal wieder. Spiel, gib mir mal bitte Geld. Das würde ich jetzt ganz toll finden. Wir sind hier zu hoch. Wie sieht denn das optisch aus? Wird ja echt nicht so schlecht aussehen. Das heißt, hier dann den Berg reinfahren und unten raus wieder. Ah, jetzt haben wir minus 2 Millionen. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Wenn ich das jetzt auf 80 ausziehe, oder 70, mach mal das mal mit 70, ziehen es auch mit 70 weiter, damit man dann hier wieder rauskommt. Also das, ich verstehe nicht, warum man das hier macht. Okay, 2 Millionen wieder. Lass mal ein bisschen vorlaufen. Fahrt sie nämlich 10 km/h langsamer, nachdem das 80er Gleis ist. Okay, mit 70 wird man dann hier weitermachen. Und rauskommen wird man dann hier. Wird man hier die. Was ist, wenn wir das hier gerade machen? Ja, wir sind halt immer noch zu hoch. Um so ein bisschen. Okay, dann machen wir hier einen Bahndamm voneinander rauf. Was ich aber nicht möchte, ist eine enger werdende Kurve hier haben, dass es hier im gleichen Radius bleibt. Dann fahren wir hier vorne weg. Und da machen wir jetzt einen Damm. Da will ich keine Brücke haben. Okay. Und dann hier bei der Straße entlang. Gibt's doch nicht. Das lässt er mich jetzt bestimmt nicht machen mit dem Gras wegen der Straße, ja. Bin mir nicht sicher, ob ich das so lasse. Kurz schauen mal wegen der Höhe. Ne, also für hier. Wir müssen weiter runter. Will ich das so lassen mit diesem riesen Damm hier? Okay, dann müssen wir die Schleife ein bisschen weiterführen. Oder wir machen hier so mit S hier runter. Aber hier ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, doch. Nee, das gefällt mir nicht.
könnten natürlich auch hier wieder eine Schleife machen. Mit Erddamm. Und wenn ich das jetzt weiterziehe mit 75... Niem, Servus, bin wieder da. Warum sind wir jetzt so tief unten? 9 Fahrzeuge, Kanada CR44 und Köf. Oh cool. I41, englische Lok. Das mit dem Kreisel wird hier auch nichts. Dann fahren wir doch hier so. Dann werden wir das hier abbrechen. Und fahren hier mal gerade. Nach wie vor den Damm. Und dann werden wir hier bei dem... Was ist das, Holzfäller oder Sägewerk? Sägewerk. So fahren. Oder machen wir das gerade so? Das Ding ist, ich muss dann nochmal kurz gerade fahren wieder. Ah, das gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht. 80. Die Straße hier entfernen. Da geht's gerade wieder nach oben. Dann haben wir hier 4 Grad gesnappt und fahren da mal rein. Das wird eine krasse Strecke, ey. Den hier. Also nur mal als Recap, ne? Das fahren wir hier so, so. Dann hier in die Schleife rein, dann da rüber. Und dann hier wieder auf die Hauptstrecke. Warte gerade etwas auf meinen Channel hoch. Oh, was denn? So, Ich muss mir abgewöhnen, dass ich jedes Mal so sage. Nee, das machen wir jetzt zum Schluss. Wir werden jetzt zuerst den Bahnhof hier hin platzieren. Das heißt, ich werde hier mal passieren. Hierhin hätte ich jetzt den Bahnhof gebaut. Wo ist er denn? Meter, 2 Gleise. Sankt Georgen. Sankt Georgen. Hey, wo bauen wir den am blödesten jetzt hin? Haben wir hier schon eine Haltestelle? Wir bauen den hier hin. Hätte ich jetzt mal gedenkt. Schauen, dass er parallel ist. Passt es jetzt? Ja, ich denke mal, das kann man so mal gelten lassen. Braucht noch Deko, ist okay. Ein Video für mich? Okay, da bin ich mal gespannt. Oh nein, das geht gar nicht. Der ist Scheps. Nö, 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 nö. Das muss gerade sein.
So vielleicht. Ist immer noch nicht gerade. So. Hat dir jemand einen Support bestellt? Ja, die vorher braucht. Zuerst habe ich Frame-Issues gehabt. Und das war wegen meinem externen Monitor. Und dann ist der ganze Rechner abgestürzt. Im Stream. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Ja. Gut, das machen wir so. Und dann werden wir hier gerade auf die Seite fahren. Entschuldigung. Ah. Und dann meine Kurve. Leben nicht. Jetzt funktioniert auch mal der Bot, ist ja schön. alles gut bei mir. Ja, soweit schon. Bis auf das, dass die Technik mich nicht macht. Und jetzt habe ich Urlaub. 2 Wochen lang. Wo ist die andere Strecke da hinten? Macht das Sinn, jetzt werde ich mal kurz so verbinden. Jetzt macht er mir hier in die Kurve rein. Wir brauchen ein Stück gerade, keine Kurve auf eine Kurve. Und wenn wir jetzt hier reinziehen. Das lasse ich mir einreden. Okay. Okay, also die Strecke will ich weitestgehend eingleisig lassen. Das heißt, wir machen ein paar Ausweichstellen. Und um zu wissen, wo wir das am besten machen, wenn wir dann 2 Züge auf die Strecke schicken und aufeinander losfahren lassen. Aber hier den Abschnitt, wenn wir 2-gleisig machen. Eine Kreuzung hier. Und hier haben wir wieder keine Oberleitungen. Das heißt, wir müssen hier den Bahnhof anpassen. Ich weiß noch gar nicht so recht, was ich mit meinen 2 Wochen Urlaub anfangen soll. Dieser Sound, ey. Wunderbar. Das hätte ich nicht machen sollen. Aber jetzt. Und auf der anderen Seite noch. Gut. Das sieht ja auch mal geil aus. das muss so. Oberleitung einmal ja. Oder? Jetzt lassen wir hier mal Abstand. Wobei eigentlich brauchen sie das nicht. Da. Nachdem es da zusammengeht. Machen es aber trotzdem. Weil wenn die da hier rangieren würden, tun sie es einfach ein bisschen leichter. Gedacht, das wäre Artillerie. Nein! Aber das Spiel macht sich bemerkbar, wenn du da was abreißt. und hier klatschen wir irgendwo. Ja, eh da. Machen wir ein Depot. Ich brauche ein elektrisches Depot, fällt mir gerade ein. Das sollte ich vielleicht zuerst bauen, damit ich weiß, wie ich den Anschluss mache. Hast du die Oberleitung? Ja, hast du. So. Dann haben wir hier eine Abstellgruppe.
Cool. Das machen wir hier kleiner. Und jetzt machen wir hier mal alles schön. Da kannst du ja Elefant mit aufwecken. Ja, ich habe das Spiel eigentlich schon leiser gemacht. Mal schauen, ob ich die Effekte hier nochmal leiser machen kann. Soundeffekte. Machen wir das mal so. Das dürfte jetzt unter anderem auch das Explodieren gewesen sein. Probieren wir es mal aus. Okay. Jetzt ist es leiser. So, ich wollte es schön machen. Ach, jetzt macht er mir hier das mit dem Berg natürlich wieder. Bei den Panoramafahrten will ich hier schöne Berge sehen. Und keine so harte Kanten. Ist es in Ordnung? Da geht's Geld dahin. Das sieht scheiße aus. Das machen wir nochmal schön. Und das sieht scheiße aus. Okay, besser. Das hier anpassen. Auch doof aus. Jetzt nicht mehr. Okay. Athenas, Servus. Auf dir geht's gut. Okay, dann hätten wir die Strecke erstmal fertig. Ich überlege gerade, sollen wir gleich alle zwei Züge losschicken, damit wir wissen, wo sie sich treffen? Oder erstmal eine Panoramafahrt mit einer Garnitur, um zu schauen, ob wir noch irgendwie was anpassen müssen. Ja, bei mir ist soweit eigentlich alles super. Dongi. Ich werde, dass wir zuerst mal so den Zug losschicken. Aber so vom Gefühl her müsste, also man hier kann es dann eh auf, müsste man eigentlich irgendwo hier die Ausweichstelle machen. Also hier macht Sinn, dass man eine ist. Hier ist halt die Schleife. Das Viadukt zweigleisig. Gut, wir könnten das Viadukt zweigleisig machen. Ich glaube, wir machen das Viadukt zweigleisig. Oh, warum? Kollision, weil möchtest du hier nicht, oh, sag bloß, ich kann jetzt hier nicht parallel dran bauen. Och nö. Ah doch, jetzt geht's. Okay. Bis hierhin. Von hier einmal raus. Schade, dass er jetzt hier das Viadukt nicht weiterziehen will. Ah doch. Ich muss noch ein bisschen weiter nach vorne. Und dann fahren wir hier wieder rein. Signale, ÖBB, Haltfahrt und auf der Gegenseite. Und natürlich hier für die Einfahrt in die Hauptstrecke. Da machen wir das doch gleich mit zwei Zügen. Und schauen, ob sich das ausgeht. Autosave.
Okay, ich glaube, das nehmen wir mal Maria Zell Panoramic. Und ich habe es falsch geschrieben. Panoramic. 5 Millionen. Ich glaube, das wird zu wenig Geld sein. Fahren wir elektrisch oder mit Diesel? Wir können mit denen mal fahren. Die fahren auch 60. Ich glaube, das macht Sinn. Einen von denen. Oh, jetzt haben wir auch die hier schon. Ich würde sagen, dritte Klasse, Gepäck hinten, Ursprungsausführung. Dritte Klasse, einmal. Zweite Klasse, 1, 2, 3. Erste Klasse haben wir gar nicht. Ich glaube, 100 Meter ist auf alle Fälle zu lang. 87 Meter. Dann schauen wir da mal auf den Bahnsteig, wenn es so weit ist. 3 Millionen. 3, 7, 6. 3,7 Millionen. Vielleicht mal dann nochmal. Die schickt man da schon mal auf den Bahnsteig. Jetzt hält Panoramic. Schauen wir uns das mal an. Nice. Bin ich mal gespannt wegen der Länge, ob ich mich nicht verschätzt habe. Ah, das ist gerade perfekt. So, wenn man jetzt gerade wieder losfahren will, ja, das ist jetzt angehalten. Jetzt brauche ich nochmal 3,7 Millionen für die Gegenseite. Wo hat jetzt das Spiel entschieden, dass du stehen bleibst? Auch hier beim ersten, das macht man nicht. Wir gehen auf Plattform 4. Dass er dann hier reinfährt. Gut, ein bisschen vorlaufen lassen. Das Video schaue ich mal dann später in der Pause gerade an. Jetzt mache ich erst nur die Episode fertig. Wie sieht man denn allgemein mit den Finanzen aus? Ach du Shit. Mein TE Express macht Verluste, aber das war zu erwarten. Und er ist voll. Krass, wird er schon so gut genutzt? Oh, Tiergeschwindigkeiten da. TE, da sind es nur 19. Bei der Lötschbergbahn 473. Hier sind es 130 Leute. Die wollen nach Painswick. Und fahren da nicht mit der Lötschbergbahn. Okay. Speed matters. Sehen wir gerade. Und hier. 20. Wir müssen hier wirklich den Zug austauschen, der hier auf der Lötschbergbahn fährt. Okay. Good to know. So, jetzt haben wir 5,8 Millionen. Wir könnten. Nein, nee, wir klonen mal den anderen Zug. Mal schauen, wo er das macht. Aber vermutlich in dem Depot hier. Einmal so, einmal so. Wo steht? Ja, es war zu erwarten. Okay. Dann lassen wir den mal hier drin stehen und machen mit dem erstmal eine Mitfahrt. Und dann schauen wir mal, ob sich das ausgeht mit der Ausweichstelle. Oh, cool! Wir können hier drin sitzen. Ist ja nice.
Was gibt's da noch für Kameraeinstellungen? Hier sind wir. Cool. Wir bleiben jetzt mal hier drin beim Kollegen. Das ist sehr cool. Aber die müsste jetzt landschaftlich echt schön sein. So fährt jetzt der eigentlich nur 50. Der kann noch 60 fahren. Es sind vermutlich, also bevor es jetzt gerade weitergeht, muss ich mal hier die Personenwagen prüfen. Ja, die fahren auf 50. Die fahren noch langsamer. Man hat 60, die fahren 60. Okay, wir werden jetzt nochmal austauschen hier. Ersetzen für Diesel die hier, Passagier. Gepäck. Ah, Zillertalbahn. Gepäck, Zillertalbahn, Gepäck hinten. Wir werden das anders machen. Das ist jetzt die Zillertalbahn. Das heißt, da Zillertalbahn. Ich hab schon wieder falsch geschrieben. Zillertalbahn. Das ist eine eigene Strecke für sich. Okay, wie sieht das aus? Da steht sogar drauf, Zillertalbahn. Cool. Gehen wir wieder vorne rein. Ja, das könnte man noch schöner machen hier. Schaut euch mal an, wie weit wir da noch nach oben gehen. Kann ich eigentlich hier ein bisschen bewegen? Ja. Da könnte man vermutlich gerade fahren, da könnte man uns das sparen, dass sie nach unten geht. Und ab geht's in die Doppelschleife. Aber die Bäume sehen aus, als wären sie komplett abgestorben. So, dann haben wir hier das Art Plateau von der Glättung her. Gefällt. Mit der Musik jetzt los. Nix Musik mehr. So, jetzt haben wir wieder Musik. Ja, es kann gut sein. Also es gibt abgestorbene Bäume hier im Spiel. Gut, hier drin sehen wir jetzt nicht sehr viel. Da warten wir mal, bis er wieder draußen ist.
Autosave. Ich liebe und hasse dich. So, da ist er wieder. Sollte man eigentlich eine schöne Aussicht haben. Schöne Bergstrecke. Wo es richtig schön steil nach unten geht. Und das erste Viadukt. Und Ausweichstelle Nummer 1. Machen wir das mal ein bisschen schneller. Wir kriegen schlechtes Wetter. Ich könnte einen Regenschirm mitnehmen. Okay, das dürfte jetzt die letzte Gerade sein und dann ab auf die Hauptstrecke. Oh, warte mal. Anhalten. Da habe ich was vergessen. Das ist ja nur von einer Seite angeschlossen. Wir brauchen ja noch Pista. Am besten mit 80. Sonst hätte er jetzt... Sonst wäre er jetzt auf der falschen Seite runtergefahren. Wir könnten hier nochmal ein Signal hinbauen. Donso. Okay, weiter geht's. Cool. Und die Strecke kennen wir ja schon. Jetzt warten wir, bis der mal beim Bahnhof ist. Dann werden wir den anderen schon mal rausschicken. Wo ist er denn? Da ist er. Komm, ich will den Zug anklicken. Zillertalbahn, Zug Nummer 11. Jetzt haben wir beide auf dem Schirm. Naja, so umkippen kann ja nichts. Da kann ich immer einen Unfall bauen. Wie langweilig. Oh, die ersten Leute sind schon... Du bleibst stehen. Und der wartet auf freie Wege. Hier schon. Weil hier der nächste Zug steht. Und hier einer im Bahnhof. Stau auf der Mariazellerbahn. Ein bisschen vorspulen lassen. Ich glaube, wir müssen auch hier die Züge einheitlich machen, weil die fahren aufeinander auf, so wie ich das sehe. So, jetzt wird's spannend. Mal kurz pausieren und beide starten lassen. Und jetzt werden wir mal gucken, wo sie sich treffen. Ja toll, der muss jetzt hier warten. Aber ich glaube, da sind wir gar nicht so weit weg, dass das hier passt, dass die sich da treffen. Ah, das wird jetzt verfälscht, weil ich hier ständig warten muss. Ah, das ist blöd.
glaube, die werden sich eher hier treffen. Also er ist jetzt da. Er wird warten müssen. Also für das, dass er jetzt da zweimal anhalten hat müssen, ist er ganz gut vorankommen. Ich glaube, das passt hier. Oh, wie nice. Ideal. Wir müssen nicht mehr anhalten. War cool. Coole Sache. Dann hätten wir das. Okay. Als nächstes wäre angesagt die Signalisierung und Schönbau hier in dem Bereich und noch vielleicht ein bisschen Streckendeko unterwegs. Aber das, liebe Leute, machen wir in der nächsten Episode. Bis dann.